Beim nächsten Referenten geht es um Wirtschaft. Bekannt ist, dass 1% dieser Menschen, die hier auf dem Erdboden wohnen, gleich viel Geld besitzen wie 99% der Rest der Welt. Also 99% aller Menschen auf der Welt haben gleich viel wie 1% auf der anderen Seite. Ein unglaubliches Ungleichgewicht. Und wir haben heute einen Referenten in unserer Mitte, von dem ich denke, er ist enorm kompetent. Wir werden dann in seiner Vorstellung sehen, was er alles schon geleistet hat, worin er sich bewegt hat. Aber er hilft uns dabei, zu verstehen zu lernen, warum diese gewaltige Schere zwischen Armut und Reichtum herrscht, woher die kommt, oder auch warum 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt mit weniger als $2 pro Tag leben müssen. Wir stellen an Ihnen die Frage, gibt es hier einen Zusammenhang? Natürlich, Sie sind frei, Ihr Konzept durchzuziehen, aber wir wünschen uns mehr zu verstehen darüber, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Spagat, zwischen übermäßigem Reichtum und übermäßiger Armut. Und er selber, der Referent, der jetzt kommen wird, als dritter Referent, er arbeitete 30 Jahre lang bei der Weltbank als Makroökonom im Bereich Wasser und Umwelt, ein hochinteressantes Thema. Es war dieses Thema, als Sie darüber einmal sprachen, ich habe ihn so kennengelernt, als er da gewisse Ausführungen machte, von denen ich hoffe, Sie machen sie heute auch wieder, da schrie es aus mir einfach heraus, jetzt ist einfach genug, so geht das nicht weiter. Ich habe es meiner Frau erzählt, inhaltlich sage ich das nicht, das ist dann ihr Job. Ich sage es meiner Frau und was sagt sie? Jetzt ist es genug, jetzt reicht es. Also da kam eine Entschlossenheit hoch und darum glaube ich, dass dieser Mann uns ziemlich was zu sagen hat, hat da wirklich was in Bewegung gebracht. Man spürt dieses Leiden, aus dem heraus er auch spricht, aus dem heraus er heute Aufdeckungsarbeit macht, denn er hat viel gesehen, was man sich wünscht, man würde es nie sehen. Es darf es nicht geben, aber es gibt es eben trotzdem. Was mich persönlich sehr interessiert, und darüber wird er sprechen, so wie ich das aus dem Konzept ersehen habe, das Thema Privatisierung. Das ist ja auch so ein wunderschönes Wort, das in aller Munde ist. Privatisierung, er wird darüber sprechen, wer genau steckt hinter Privatisierung, wie genau wirkt sich eigentlich dieses wohlklingende Wort aus. So, wenn ich daran denke, das sind die vielen Armen und da die Reichen, können jetzt die Armen sagen, Privatisierung heißt das, ich darf jetzt auch mal. Oder hat das ganz andere Zusammenhänge? Es wirkt befreiend, aber wer genau profitiert eigentlich von dem sogenannten, von der Privatisierung? Was genau ist das? Wer trägt allenfalls Schaden? Gibt es hier Schaden durch die Privatisierung? Ich bat den Referenten, das so einfach zu erklären, dass es die Kinder hier drin verstehen. Ich war sehr dankbar für Herrn Schlür, er hat das wirklich so rübergebracht, dass ich denke, unsere Kinder können das alle verstehen. Und er hat sehr darauf Wert gelegt, dass wir die Sprache verstehen, auch jetzt im Zusammenhang mit der Wirtschaft. Ich hoffe, es gelingt Ihnen. Wir reden von niemand anders als von Herrn Peter König. Er ist Ökonom, Wirtschaftswissenschaftler und geopolitischer Analyst. Wir werden gleich in seinem Porträt mehr sehen. Er wird über das Thema Wirtschaftsfaschismus sprechen. Ganz herzlich willkommen, Herr Peter König, in unserer Mitte. Wir sehen zuerst, wer er ist. Peter König. Peter König ist Ökonom, Volkswissenschaftler und geopolitischer Analyst. Er war viele Jahre Mitarbeiter der Weltbank, wo er intensiv und auf der ganzen Welt arbeitete, vorwiegend im Bereich Wasser und Umwelt. In den 70er Jahren war er tätig bei der Weltbank in Westafrika als Ökonom mit dem Schwerpunkt ländliche Wasserversorgung, Abwasser und Sanitärwesen. Für die Länder wie die Elfenbeinküste, Togo, Guinea-Bissau, Cape Verde, Senegal, Niger und Mali. In den 80er Jahren wechselte er zur WHO und Weltbank in Genf als Ökonom auf dem Gebiet Wasser, Abwasserhygiene und Umweltgesundheit für Gebiete wie West- und Ostafrika, Zentral- und Südamerika, Süd- und Ostasien. In den 90er Jahren erfolgte eine Rückkehr zur Weltbank nach Washington.
Seine Tätigkeit: weltweite Umsetzung spezieller Wasserprogramme mit Anwendung innovativer Technologien und Beteiligung der Bevölkerung. Mit verschiedenen Geldgebern, unter anderem die Schweiz. Fazit: Diese Rund-um-die-Welt-Tätigkeit gab ihm Einblick in die Machenschaften der sogenannten Entwicklungshilfe und speziell der internationalen Finanzorganisationen wie Weltbank, Weltwährungsfonds IWF sowie regionaler Entwicklungsbanken. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2004 ist er gelegentlich tätig als freier Berater in Zentralasien und Zentralamerika, meist für die DEZA, der Schweizerischen Bundesstelle für Entwicklung und Zusammenarbeit. Vorwiegend engagiert er sich als geopolitischer Analyst mit regelmäßigen Beiträgen für Internetjournale, wie zum Beispiel Global Research, Kanada Informing Clearinghouse, Kalifornien und Interviews für Press TV, Iran, Sputnik, Russia TV 24, Russia Today. Peter König ist auch Autor des Buches Implosion, einem ökonomischen Thriller, basierend auf seinen Erfahrungen bei der Weltbank. Weiter ist er Co-Autor von The World Order and Revolution, Essays from the Resistance. Zu Deutsch: Die Weltordnung und Weltrevolution, Aufsätze aus dem Widerstand. Peter König referiert heute zum Thema Wirtschaftsfaschismus. Herzlich willkommen, Herr König. Vielen Dank für die Einladung. Habe mich wirklich gefreut. Wir hoffen auf eine königliche Botschaft. Wenn Insiderwissen am rechten Ort ist, wird es richtig interessant, oder? Hoffentlich. Insiderwissen gehört auf uns Volk. Ja, ja, hoffentlich. Ja, ich freue mich darauf. Ja. Danke. Okay. Also nochmals vielen Dank für die Einladung. Ich war mit Klagemauer schon vorher in Verbindung mit Interviews und habe natürlich sofort gedacht, so eine Organisation, die für Frieden steht und gegen die Zensur ist, die muss man unterstützen, wie auch immer. Vielleicht sollte ich mal beginnen, Ihnen etwas kurz über meinen persönlichen Werdegang aufzuzeigen, denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass man so lange Jahre bei einer Organisation arbeitet, die eigentlich wie die Weltbank und der IMF, das sind ja Schwesterorganisationen, die mehr Unheil anrichten, als sie wahrhaben wollen. Also ich bin in einem kleinen Dorf in der Schweiz, Deutschschweiz, bin ich aufgewachsen und habe aber schon in der Schule, bin ich ziemlich aufmerksam gewesen und habe mir sehr rasch eigentlich ein Bild gemacht davon, wie die Lehrer die einzelnen Schüler verschieden behandelten, je nach Sozialklasse, wo sie herkamen, und habe gedacht, aha, naja, so funktioniert die Welt, als kleiner Junge. Und danach bin ich dann weiterhin in diese Richtung gegangen, habe gemerkt, dass es arme und reiche Leute gibt und immer mehr so. Und im Grunde genommen wollte ich eigentlich Grafiker werden, weil ich immer sehr gerne gemalt habe und gezeichnet habe und manchmal sogar Plakate an Firmen eingeschickt habe, ein kleines Geschenk gekriegt habe und glücklich war darüber. Aber meine Eltern haben mir das ausgeredet. Sie haben mir gesagt, das ist ein Hungerberuf. Du musst was anderes lernen. Aber okay, gut. Da bin ich Ökonom geworden, habe aber eine Grafikerin geheiratet. Monika. Ich bin dann eben Ökonom geworden und über Ökonomie kann man sehr gut sehen, was funktioniert und wie die Welt funktioniert, eben warum es Arme gibt und dass die Armut eigentlich sich für immer vergrößert, auch in der Schweiz. Die ländliche Bevölkerung ist immer ärmer als die städtische Bevölkerung und also die Kluft wächst auf der ganzen Welt und sie wächst zwischen Armen und Reichen, genauso wie zwischen verschiedenen sozialen Gremien. Und das sieht man als Ökonom sehr gut. Und ich denke dann immer daran, dass vor 200 Jahren, da war ich ja noch nicht da, aber die Geschichte sagt mir, dass vor 200 Jahren die Schweiz eines der ärmsten, wenn nicht das ärmste Land war in ganz Europa. Und heute sind wir eines der reichsten Länder der Welt. Und
die Frage, wie kommt das eigentlich? Ne? Also, ich sehe, ich wollte im Prinzip nach meinem Studien und nach meiner Ausbildung, wollte ich für die Entwicklungszusammenarbeit arbeiten. Also ich habe dann versucht, bei der DEZA einen Job zu finden. Das hat nicht geklappt. Die brauchten Leute mit Erfahrung. Das ist ein Teufelskreis. Wenn man nicht beginnt, dann hat man keine Erfahrung. Ich habe dann beim Privatsektor, beim sogenannten Privatsektor gearbeitet, sogar bei Banken. Ja? Und mich dann immer mehr beworben bei Entwicklungsorganisationen, internationalen und so weiter, eben auch der Weltbank. Und letztlich habe ich dann bei der Weltbank einen Job gekriegt und hurra, das war eine Riesenfreude. Ich war echt erfreut, dass ich endlich etwas tun konnte für die Armen, weil ich dachte, Vollideologie, da geschieht was im großen Rahmen. Ja. Man ist jung und die Ideologie ist viel stärker als die Realität. Aber mit der Zeit, im Laufe der Jahre, habe ich dann gemerkt, ganz, ganz langsam, aber immer mehr, dass das eigentlich gar nicht stimmt, was da uns der Welt vorgegaukelt wird, was Entwicklungshilfe ist. Und ich habe dann also in den 80er Jahren gemerkt, als sich der Neoliberalismus durchsetzt, dass sich auch in der Weltbank ein Riesenwechsel stattfand. Das heißt also, die verschiedenen Direktoren der Länder und der Regionen, die wurden plötzlich ausgetauscht. Ich fragte mich, warum. Dann habe ich da ein bisschen den neuen Lebenslauf angeguckt von den neuen Leuten und gesehen, aha, die meisten davon kommen aus der Chicago School of Economics von Chicago. Und wir wissen, dass das die Schule ist, die Allende gestürzt hat, dass das die Schule ist, die den Neoliberalismus praktisch gepflanzt hat und gegründet hat. Und da habe ich gedacht, aha, okay, gut. Man konnte ja nichts dagegen machen. Ich muss zwar sagen, dass selbst vorher die Weltbank total in der Macht der USA stand. Das hat sich eigentlich nachher nur noch viel klarer gezeigt. Die Weltbank hat, die USA haben mit 17% ein totales Veto. Die können jedes Projekt, jede Politik, die können alles stoppen. Das ist genau dasselbe bei IMF, also beim Weltwährungsfonds oder Internationalen Währungsfonds. Mit 17% Beteiligung können die alles abblocken. Denn zum Beispiel die Europäische Union zusammen hätte ungefähr 30% oder 31%, aber die zählt nicht zusammen. Und da kommen wir nachher noch darauf zurück, wenn ich über die EU ebenfalls spreche. Nicht wahr? Denn das ist ja alles eine Strategie dahinter von den Amerikanern, die alles bestimmen. Das heißt, ich sage jetzt mal die Amerikaner, aber im Grunde genommen ist eine größere Macht hinter diesen Amerikanern, hinter Obama, hinter Merkel, hinter May und so weiter, oder Kamerun vorher und Holland vor allem. Das sind größere Mächte, die dahinter stehen. Das sind eigentlich Marionetten, um das mal so zu sagen. Ich höre schon im Hintergrund die Stimmen, die sagen, das ist ein Verschwörungstheoretiker und so weiter. Ich kenne das. Ich bin mich das gewöhnt. Ich muss darüber nur lachen. Man muss aber auch wissen, dass diese Leute, die einen beschuldigen als Verschwörungstheoretiker, die haben eine sehr gute Waffe. Das ist nämlich eine Waffe, um die Leute mundtot zu machen. Und das haben sie bei mir nicht fertiggebracht. Und ich kenne andere, die auch darüber stehen. Also mir ist das total egal. Ich weiß, was ich sage, habe ich während 30 Jahren erfahren, habe es während den letzten 20 Jahren oder so erforscht und bin mir ganz sicher, dass es keine Verschwörung ist. Aber tatsächlich, auch was wir gehört haben, über was die Schweiz macht mit seinen Bürgern und im Zusammenhang mit der EU, das sind Wahrheiten, die wir nicht wissen. Da schlagen wir uns vor den Kopf und sagen, das kann doch nicht stimmen, der lügt doch, woher hat denn das? Und darüber müssen wir eben weggehen. Wir müssen die Realität, die Wirklichkeit, müssen wir sehen wollen.
denn sie ist da. Man kann sie finden, aber wir müssen sie sehen wollen. Und das ist das große Dilemma, in dem wir uns heute befinden. Also dann ging es weiter, als ich bei der Weltbank war. Dann hat sich in den Ende 80er Jahren, glaube ich 89, hat sich der Washington-Konsensus gebildet. Und das ist ein ideologisches, ein finanzideologisches Konstrukt, aus dem Neoliberalismus, so wie wir ihn heute kennen, entstanden war. Das ist also, da wurde ein Mainstream eingeführt und das Washington-Konsensus, das ist ein Ausdruck, das ist ein Name, der wieder nichts sagt, aber sehr viel dahinter steht. Und zwar sind das die drei Organisationen, die dahinter stehen, sind alles praktisch US-dominierte Finanzinstitute. Die eine ist die Fed, die Federal Reserve Bank der USA, die andere ist die Weltbank und die dritte ist der Internationale Währungsfonds. Die drei haben sich zusammengesetzt und gesagt, in Zukunft ist das die neue Politik, um die Welt ökonomisch zu erobern. Und zwar mit einem fundamentalen Marktwirtschaft. Das heißt also privatisieren, wo auch immer. Alles, was los ist, wird privatisiert. Und vor allem soziales Kapital. Denn das soziale Kapital, das gehört den Bürgern, zum großen Teil der Arbeiter. Die haben sich das erschafft und wollen das entweder im Alter oder in der Arbeitslosigkeit genießen. Nein, das kann man alles abraffen. Das kann privatisiert werden und so geschieht es auch. Griechenland ist eines meiner Beispiele, das ich erzählen möchte. Damit habe ich mich sehr lange beschäftigt mit Griechenland und deshalb möchte ich das. Argentinien ist ein anderes Beispiel, aber auch die Schweiz. Ich möchte dann mit der Schweiz vielleicht beginnen. Aber noch kurz in der Einführung zu etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Heute leben wir im Westen in einer Wirtschaft, in der das Geldsystem die Wirtschaft macht. Es ist nicht so, wie es sein sollte, dass die Wirtschaft das Geldsystem bestimmt. Es ist umgekehrt. Und das schon seit mindestens 100 Jahren, wahrscheinlich vorher geplant, aber seit mindestens 100 Jahren. Und es hat sich jetzt so ergeben, dass wir langsam sehen, wir sind ja nicht mehr frei. Wir werden beherrscht von den Banken, von den Versicherungsgesellschaften, von anderen Finanzinstituten, von internationalen. Es ist alles globalisiert. Unser Geld gehört nicht mehr uns. Was wir erschafft haben, wird von den Banken regiert, von den Versicherungen regiert und letztlich eben auch von den Regierungen, die dahinter stecken. Und dieses System hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre dermaßen globalisiert, dass heute ist alles verbunden, alles miteinander, also verknetet verriegelt, dass es praktisch kein Loslösen mehr gibt. Oder so sieht es wenigstens aus. So gibt es auch die Europäische Union. Und so gibt es die USA und die neue Kolonien der Vereinigten Staaten. Aber darauf komme ich dann noch zurück. Mir ist ganz klar geworden, dass die Globalisation ist der Untergang der Humanität. Globalisation ist... Globalisation ist die direkte Manifestation einer faschistischen Wirtschaftsform. Globalisation hat Elend und Arbeitslosigkeit verbreitet, Kriege gestiftet, denn alle die Kriege, die geführt werden, werden im Namen von Globalisation und von der neuen Finanzherrschaft getrieben und gestiftet. Und die haben Flüchtlingsnöte ausgelöst und sind dabei, die ganze Mutter Erde zu vermarkten. Das heißt, das ist der fundamentale Markt, die fundamentale Marktwirtschaft, wo alles vermarktet wird. Zukunft spielt keine Rolle. Wir leben heute, heute muss der Profit rein. Unsere Kinder, die sollen sehen, wie sie fertig werden.
Das ist das Fazit der heutigen Globalisation, des Faschismus, des ökonomischen. Es ist ein anderer, nicht sehr viel verschieden, ein softerer Faschismus, denn denjenigen von Hitler und Mussolini kennen wir. Aber das ist ein neuer, den wir nicht mal merken. Der schleicht sich ein in unser Leben. Jeden Tag, ohne dass wir es merken. Also wenn wir Frieden wollen, und ich glaube, es gibt niemanden in diesem Raum, der keinen Frieden will, Solidarität, harmonisches Zusammenleben, Gerechtigkeit und Gleichheit, müssen wir Globalisation überwältigen und besiegen. Und um Globalisation zu besiegen, sollten Länder, die ihre Souveränität und Autonomie zurückgewinnen wollen, unter anderem auch die Schweiz, wie wir heute gehört haben, haben wir praktisch keine Autonomie mehr, die sollen sich aus der unterdrückenden Faust der USA, des Westens, der USA und der EU trennen. Und meines Erachtens, und ich glaube, ich bin nicht der einzige Wirtschafter, der auf diesen Schluss gekommen ist, meines Erachtens gehört dazu die vollständige Demontierung der Europäischen Union und ihrer Einheitswährung, dem Euro. Und ebenso wichtig, ein vollständiges Loslösen von der NATO. Denn die NATO, die führt in unserem Namen Kriege im Mittleren Osten und auch wo immer. Die zerstören Länder, die lösen Flüchtlingsnoten aus, die töten Millionen von Leuten. Man schätzt, dass seit dem unfamosen 11. September 2001 zwischen 12 und 15 Millionen Leute gestorben sind an Kriegen. Wahrscheinlich gibt es eine Dunkelziffer, die größer ist. An Kriegen, die gestiftet wurden durch die USA, durch Proxys der USA, also Leute, die Mission, wie sagt man denen, wie zum Beispiel Saudi-Arabien ist ein Proxy der USA, führt einen Krieg gegen Jemen, wo Tausende von Kindern getötet werden aber bezahlt durch die USA und Waffen geliefert von den USA, das ist ein Proxy der USA, und über NATO. NATO muss absolut, oder Europa muss sich absolut von der NATO trennen. Gemäß Umfragen, und da gibt es verschiedene Umfragen, und die werden, wie wir alle wissen, die werden natürlich nach Interessen beeinflusst. Aber so wie ich das sehe und gelesen habe und verstehe, gemäß Umfragen, verschiedenen, mindestens 10 oder 15 Umfragen, gibt es zwischen 60% und 80% der Europäer, nicht der Regierungen, sondern des europäischen Volkes, die EU loswerden wollen, die zur EU raus wollen, die den Euro loshaben wollen. Mir ist auch, aber natürlich die Leute werden nicht gefragt, in unserer Undemokratie, wie ich das nenne, und das haben wir heute Beispiele gehört darüber, dass Brüssel ist, aber das ist ein Diktat, das ist keine Demokratie, und wir in der Schweiz gehen in dieselbe Richtung und all die anderen Länder, die Mitglieder sind der EU, der sogenannten EU, der Non-Union, wie ich das nenne, die sind alle, haben ihre Souveränität und ihre Demokratie praktisch abgetreten. Und mir ist auch noch etwas anderes klar geworden. Demokratie und Kapitalismus sind nicht kompatibel. Die sind nicht vereinbar. Denn während Demokratie nach Gleichheit sucht oder nach sozialer Gerechtigkeit, sagen wir mal, gleiche Rechte für alle,
verfolgt Kapitalismus ganz andere Ziele. Das Gegenteil, Reichtum für wenige. Und wir gehen mit der Privatisierung von all den Gemeingütern, die wir uns angesammelt haben als Gesellschaft, gehen wir genau in die Richtung. Die Privatisierung transferiert vom Volk das angesammelte Kapital zu ein paar Reichen. Und das ist eine Erklärung, es gibt noch viele andere, aber das ist eine Erklärung, weshalb die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Warum 1% schon heute und dieser Prozentsatz oder diese Proportion versteigert sich jeden Tag. Warum 1% der Bevölkerung so viel besitzt wie 99% der Rest der Welt. Das ist einer der Gründe. Und es gibt noch viele andere dafür, wir kommen dazu. Und ich würde dazu sagen, wir haben jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten haben wir Brexit, nicht wahr? Brexit. Seit es Brexit gibt, seit die Engländer es gewagt haben, überwiegend für den Austritt zur EU zu stimmen, gibt es überall in Europa nun neue Stimmen, die es ebenfalls wagen. Es gibt Parteien. Es gibt in Österreich eine Partei, da war ich neulich eingeladen, um mit Ihnen darüber zu reden. Und es gibt in Deutschland gibt es Parteien oder Leute, die sich zusammentun und einen Austritt aus dem Euro, aus der Europäischen Union wünschen. Also praktisch einen Eurexit. Das ist das neue Wort. Und diese Idee, die ist durch Brexit eingepflanzt worden, also Brexit bietet uns eine Chance. Am vergangenen Wochenende waren wir beide in Córdoba in Spanien eingeladen zu einer Konferenz, die über Wissen und Kenntnisse. Die findet jährlich statt seit ein paar Jahren. Die ist unheimlich interessant. Da treffen sich Leute aus der ganzen Welt. Meistens sind es Wissenschaftler oder Politiker oder Journalisten, Philosophen, die miteinander gewisse Themen diskutieren. Und ich möchte euch ein paar Lektionen, die ich davon rausgezogen habe, nur ganz kurz vorlesen. Also die Konferenz, die lief unter dem Titel Unordnung der Welt, Chaos praktisch, ein gewollter Chaos. Und die paar Schlüsse, die da rauskamen, die mich sehr beeindruckten und die ich vollständig teile, ist das eine: Wir wollen keine Regeln aufgedrängt von den G7, G8 oder G20. Wir wollen keine Regeln von einer Elite. Es ist unverständlich, dass Europa in einem konstanten Konflikt steht mit Russland, wo Russland ein natürlicher Partner ist und es in der Vergangenheit war für Hunderte von Jahren. Es ist eine Schande, dass Europa ungefähr 500 oder 600 Millionen Leute, je nachdem, wie man sie berechnet, ein Problem hat mit der Aufnahme von 1 bis 2 Millionen Flüchtlingen, für die Europa mitverantwortlich ist. Wir wissen, ich habe ja vorhin gesagt, NATO arbeitet für Europa, führt Krieg für Europa und viele der europäischen Länder sind direkt involviert im Mittleren Osten, wie Frankreich, England und neulich auch Deutschland. Die haben direkte Truppen oder Flugzeugeinsätze, Bombeneinsätze, vor allem in Syrien. Wenn man das vergleicht mit Libanon, die haben ungefähr mit einer Bevölkerung von nur 4,5 Millionen, die haben ungefähr 2 bis 3 Millionen Flüchtlinge. Die Türkei mit etwa 75 Millionen Bevölkerung haben 4 bis 5 Millionen Flüchtlinge. Jordanien mit 6,5 Millionen Einwohnern haben 4 bis 5 Millionen Flüchtlinge. Und wir in Europa mit 500 oder 600 Millionen Einwohnern haben ein Problem, 1 oder 2 Millionen Flüchtlinge zu absorbieren. Es ist nicht so einfach. Ich weiß, das Problem ist
vielleicht tiefer schürfend. Aber mal so gesehen muss man sagen, dass wir uns sehr schlecht tun mit der Solidarität. Nun möchte ich eigentlich ganz kurz, ich weiß nicht, ich habe sehr viel auf dem Programm, wie Sie merken, das ist die Übersicht. Ja? Also da wollte ich, darüber haben wir bereits gesprochen, ich möchte vor allem über die Herrschaft der Banken und Versicherungen und der Demokratie in der Schweiz etwas sagen, weil wir sind ja in der Schweiz. Dann möchte ich über die drei Hauptwaffen zur Globalisierung der Wirtschaft, des Wirtschaftsfaschismus sprechen. Und die drei Hauptwaffen, die wurden heute auch schon aus verschiedenen Richtungen angekündigt. Das sind einmal die Bomben und Panzer, dann ist es die Propaganda. Das ist eine sehr tödliche Waffe, die Propaganda, denn die stiftet Kriege an. Die bringt die Bevölkerung dazu, dass sie Kriege wollen. Das ist der Verrückte dabei. Und wir sind dem ausgeliefert. Und die vierte Waffe ist Geld, eben der ökonomische Faschismus, der uns bereits so festhält. Und dann möchte ich ganz besonders eben über Privatisierung reden und vor allem das Beispiel Bolivien, das ist mittlerweile legendär geworden, das Beispiel Cochabamba, Wasserprivatisierung, möchte ich nochmal erwähnen und erläutern. Dann vielleicht, damit wir das alles besser verstehen, die Entstehung des westlichen Währungssystems. Und es ist sehr wichtig, das zu wissen, wie wir überhaupt hierher so weit kamen, wie das vor 100 Jahren, ein bisschen über 100 Jahre entstand, so wie es heute funktioniert und wie es dann weiter gefördert wurde. Alles geheim, heute noch geheim, zum großen Teil. Dann das Projekt Europa. Und Projekt Europa, und ich sage Projekt Europa, weil das ist das Projekt von jemandem, aber das ist nicht das Projekt von Europa selber, sondern ist das Projekt der USA. CIA hat Europa geschafft, die Europäische Union. CIA hatte die Idee, schon kurz nach dem Krieg oder sogar während dem Krieg eine Gemeinschaftswährung einzubringen, um Europa unter die Faust von den USA oder eben den Eliten, die die USA dirigieren, zu bringen. Ein Markt, gut ausgebildete Leute, der eventuell mit Tieflöhnen als versklavisiert werden kann. Dann, was auch sehr wichtig ist, finde ich, die unfehlbare Dollarmaschine. Wie der Dollar geschaffen wird, aus dünner Luft und zum Teil nicht mal aus Luft, das ist das Schlimme dabei, aus dünner Luft, denn es gibt für den Dollar, weder für den Dollar noch den Euro, gibt es heute einen Rückhalt. Das heißt also, es gibt keine Ökonomie, es gibt kein Gold, es gibt nichts, was den Dollar oder den Euro stützt. Die können nach Wille gedruckt oder nicht mehr gedruckt, heutzutage mit einem Klick am Computer, werden Billionen kreiert, um einen neuen Krieg zu finanzieren, um neue Propaganda zu finanzieren. Das kostet nichts. Wir bezahlen das. Wir, die Leute, die hier sitzen, indem wir eben in unseren Kassen, in unseren Regierungsreserven Dollar oder Euros haben, ist die Last eben auf uns. Und dann der Washington-Konsensus, da habe ich bereits davon gesprochen, da werde ich dann, wenn es hoffentlich reicht, denn das sind sehr wichtige Beispiele, Argentinien und Griechenland, vor allem Griechenland, und dann die endgültige Versklavung einer faschistischen Wirtschaft, die multilateralen Handelsabkommen, das ist, ich stelle mir jeweils die Wirtschaft oder die Welt vor, wie ein, die Welt beherrschen, wie ein Riesen-Oktopus. Der hat verschiedene Finger, ja, die gehen überall, die greifen um die Welten, saugen aus, wo sie können. Ja, mitunter wird mal einer abgehackt. Okay, spielt keine Rolle. Es hat noch andere und der wächst wieder nach auf einer anderen Richtung. Das ist so, wie ich das Weltbild sehe, von der Herrschung, der Globalisierung und von eben dieser Wirtschaft, die uns beherrscht. Ein Oktopus, stellen Sie sich das mal vor, so ein Tintenfisch, nicht wahr? Und dann die Kriege um Macht und Ressourcen und das Beispiel Syrien.
was in Syrien passiert, hat überhaupt nichts zu tun mit dem, was uns vorgetischt wird täglich. Überhaupt nichts, das werden wir sehen. Und dann noch, was ich auch sehr interessant finde, ist in diesem Zusammenhang, wie werden Kriege gemacht? Wie werden denn die Kriege gemacht? Überhaupt nicht so, wie wir glauben. Der arabische Frühling, das ist etwas ganz anderes, als das, was wir uns vorstellen. Wie der geplant wurde, wie überhaupt die Macht, die Weltübermacht geplant wird, wie das läuft. Über den sogenannten Plan, PNAC heißt er, der Plan for a New American Century. Das war früher mal genannt Pax Americana. Und wir wissen, dass nach dem Römischen Reich, die Pax Americana für das Römische Reich die 300 bis 400 blutigsten Jahre waren. Und da hat Amerika sich einfach dummerweise angeschlossen, bis zu viele Leute gemerkt haben, naja, das heißt ja nicht mit Frieden zu tun. Und dann haben sie den Namen ganz sukzessiv geändert auf Plan for New American Century. Das ist ein bisschen weniger auffällig, aber verfolgt genau dieselbe Linie. Die wurde gestartet in sogenannten Think Tanks in den USA. Und dann... Ja, was können wir dagegen tun? Und noch ein paar Schlussworte, die ebenfalls uns ein paar Fragen stellen. Also beginnen wir mit dem Beispiel Schweiz. Ja, die Herrschaft der Banken und Versicherungen. Also ich glaube, wie wir schon gehört haben, die Demokratie in der Schweiz, die wird immer fragwürdiger. Ohne Befragung der Bevölkerung entscheiden Parlament und Bundesrat, gewisse Märkte zu deregulieren. Das Staatskapital gehört eigentlich dem Volk. Das sind Steuergelder, die das Volk beigesteuert hat. Und dazu muss man noch sagen, dass die Korporationen in der Schweiz vom ganzen Steuergeldkuchen nur 2% zusteuern und die Bevölkerung 34%. Das heißt also, der Unterschied ist unheimlich groß und umso mehr ist das Kapital, das dann privatisiert wird, eigentlich Volkskapital. Das wird allerdings getan ohne unser Wissen oder wir werden nicht befragt. Nehmen wir den Schweizer Telekommunikationsfall. Hat das Parlament 1998 entschieden, die PTT teil zu privatisieren. Daraus entstand die Swisscom mit einer Staatsbeteiligung von 51%. In der Zwischenzeit wissen wir, dass die Swisscom ein Telefoniemonopol ist. Und wie ich verstehe, der rechte Flügel des Parlaments diskutiert bereits darüber, die Swisscom total zu privatisieren. Die Swisscom ist in der Schweiz nebst der Pharma und der Versicherungen eines der größten Abrissunternehmen. Ich möchte das mal so im Raum stehen lassen, das wissen wahrscheinlich viele unter Ihnen ebenfalls. Dann gibt es, was ich eine Schande finde, die Privatisierung von öffentlichen Toiletten. Haben Sie schon festgestellt, in größeren Bahnhöfen können Sie nicht mal mehr auf die Toilette gehen gratis. Das ist praktisch ein Vergehen am Menschenrecht. Ein Menschenrecht ist freier Zugang zu Wasser, zu Trinkwasser und zu Sanitäranlagen. Ich habe darüber mit dem Bundesamt für Gesundheit kommuniziert oder Korrespondenz gehalten. Das taugt nichts. Die haben keine Antwort dafür. Die wollen auch gar nicht. Es wird einfach privatisiert. Und es wird immer mehr. Es wird auf den Raststätten so gehen und so weiter. Und seit 1992 ist, wie gesagt, der Zugang zu Trinkwasser ein Human Right, ein Menschenrecht. Krankenversicherungen, die sind alle privat in der Schweiz. Das einzige Land in Europa und sogar, weiß nicht, weltweit nicht, denn die USA ist auch alles privat. Aber es gibt in der Schweiz nur private Krankenversicherungen, die nicht vergleichbar sind, absichtlich natürlich, damit man mehr rausholen kann. Am 28. September 2014 gab es eine Vorlage, ein Referendum, da mussten die Schweizer wählen, wollen wir eine Einheitskasse oder wollen wir weiterhin von Privatversicherungen abgezockt werden? Und die Propaganda, die war so stark
von denen, die das finanziert haben, die haben jedes Geld natürlich, um Lügenkampagnen zu starten. Das waren die Pharma, das Medical Establishment und natürlich die Versicherungen selber. Die haben es fertiggebracht, wie du gesagt hast vorher, die haben es fertiggebracht, das Schweizer Volk so weit zu gegen ihr eigenes Interesse zu überzeugen, dass sie mit 61% gegen eine Staatsversicherung, eine Einheitsversicherung gestimmt hat. Das ist hirnverbrannt, aber so ist es. Und so wird es mit vielem anderen noch sein, wenn wir da nicht eingreifen. Wir müssen auch wissen, dass im Durchschnitt der Schweizer gibt etwa 17% seines Einkommens aus für Versicherungen. Das ist weitaus der größte Prozentsatz auf der Welt. Es gibt kein anderes Land, der so viel ausgibt für Versicherungen. Das verglichen mit nur 12% für Nahrung. Und die Wohnkomponente ist die höchste. Nun müssen wir ebenfalls wissen, und ich glaube, das ist sehr bedeutend hier, in der Schweiz können die Parlamentarier in Verwaltungsräten von Versicherungen, Banken, Korporationen sitzen, so viel sie wollen. Mit anderen Worten, wir haben in der Schweiz ein eingebautes Lobby. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Lobbyisten, wie die in anderen Ländern haben, sondern das ist ganz natürlich. Die Parlamentarier, die vertreten die Interessen der Korporationen und der Versicherungen und der Banken vor allem. Und wir, das Volk, die kommen an zweiter Stelle. Das müssen wir uns bewusst sein. Wollen wir das? Als Student schon habe ich mich dagegen gewehrt, habe versucht, Zeitungsartikel zu schreiben. Die wurden zum Teil nicht veröffentlicht und vor allem wurden sie nicht beachtet. Aber das ist etwas, da müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir das weiterhaben? Dann ein weiterer Punkt, der absolut undemokratisch ist, dass der Bundesrat, dass wir es zulassen, dass der Bundesrat und das Parlament uns vorkäut, bei jeder Wahl, bei jeder Abstimmung, wie sie denken, dass wir wählen sollten. Nicht wahr? Ja, können Sie sich vorstellen, wie groß dieser Einfluss ist in einer Gesellschaft, in einer Wohlstandsgesellschaft, wo sich niemand mehr kümmern will? Und wie wir gesehen haben am Anfang, wo wir im Bus sitzen und denken, ja, die da oben, die wissen es schon, nicht wahr? Da wird uns vorgekäut, wie wir stimmen sollen. Das Direktresultat ist, dass es... zwischen 1891 und 2016, so weit zurück konnte ich die Statistiken finden, gab es 206 Volksabstimmungen, die zur Wahl kamen. Von diesen Volksabstimmungen wurden knapp 11% wurden angenommen, alle anderen wurden verworfen. Mit anderen Prozent fast 90%. Der gesamten Initiative werden verworfen. Warum? Weil praktisch der Bundesrat gegen alle ist. Der ist grundsätzlich gegen alle Initiativen. Sonst würde er doch selber die Gesetzgebung machen, wenn er dafür wäre, nicht wahr? Also muss er im Prinzip gegen Initiativen sein und sagt uns, dass wir dagegen sein sollten und wir akzeptieren es. Okay. Vielleicht noch etwas zu diesen drei Waffen, zu einer Waffe. Wir müssen uns auch im Klaren sein, dass die Nachrichten, die wir konsumieren im Westen, und zwar meine ich im Westen, das ist ganz Europa, USA, Südamerika und alles, was im Westen praktisch die assoziierten Länder sind, 90% von diesen Nachrichten stammen von 6 Riesen, Mediakorporationen, das sind alles anglosaxonische Medienkorporationen. Und wir im Westen, unsere Nachrichtenagenturen, müssen die alles wiederholen, was von denen geschrieben wird. Und zwar müssen die wiederholen, sonst werden wir sanktioniert, wenn wir das nicht tun. Die SRG, die Neue Zürcher Zeitung, der Tagesanzeiger, wenn das nicht wiederholt wird, vor allem die internationalen News, an denen die USA sehr großes Interesse hat und die USA und ihre Alliierten sehr großes Interesse hat, die müssen wiederholt werden. Lüge nach Lüge nach Lüge. Wir müssen auch wissen, dass es immer, und da mag ich mich noch an meine Rekrutenschule erinnern, der Feind kommt immer vom Osten. Damals war Kalter Krieg.
Heute ist ein neuer Kalter Krieg. Russland ist immer der Böse. Hat jemand eine Ahnung, wie die Wahrheit aussieht? Kaum. Die muss man suchen. Die muss man suchen, und zwar nicht in den Zeitungen, sondern eben auf Internet. Ich möchte da nur noch anfügen, und vielleicht wissen das einige Leute, dass wir heute nicht in einem dritten Weltkrieg, in einem dritten Atomweltkrieg stecken, ist dank Mr. Putins. Er ist ein Diplomat, der es fertiggebracht hat, ein Schachspieler, der es fertiggebracht hat, die Amerikaner auszuspielen und alle ihre Alliierten. Ich meine Alliierten, Europa. Europa sind nicht mal richtige Alliierten. Europa sind nur noch Vasallen der USA. Okay, Privatisierung. Also ich bringe gerade das Beispiel der Privatisierung von Cochabamba. Und zwar war ich da noch bei der Weltbank, leider nicht in Südamerika. Ich war damals im Mittleren Osten tätig, habe das aber hautnah mitgekriegt. Natürlich konnte man da nichts dagegen machen. Aber ich habe Kollegen bei der Weltbank, die daran gearbeitet haben. Das war furchtbar. Nennt man das den Wasserkrieg in Cochabamba. Das ist die zweitgrößte Stadt von Bolivien. Und der hat gewütet 4 oder 5 Monate, vom Dezember 99 bis April. Und da wurde mindestens eine Person, ein Student, wurde getötet. Andere Quellen reden von 3. Nun, auf Druck der Weltbank hat damals der rechtsextreme Banzer-Regierung, Banzer muss man wissen, das war vorher ein Militärdiktator, ebenfalls für Bolivien, dann ist er abgetreten worden und hat sich dann wieder wählen lassen als Zivilpräsident, aber genau auf derselben Linie. Der hat unter Druck der Weltbank hat er die Privatisierung von Cochabamba akzeptiert. Mit anderen Worten, es gab eine Ausschreibung, für eine internationale Ausschreibung für Firmen, die sich interessieren, die Wasserversorgung von Cochabamba zu übernehmen. Das heißt also als Konzession, eine 20-jährige Konzession. Und die konnten dann die ganze Wasserpolitik machen. Die haben die Infrastruktur übernommen. Wiederum, die Infrastruktur gehört eigentlich dem Volk. Die wurde einfach privatisiert für privaten Profit. Die Wasserprivatisierung, getrieben von Weltbank, IMF und anderen internationalen Organisationen oder internationalen oder regionalen Entwicklungsbanken, davon gibt es unzählige auf der Welt. Es gibt kein einziges Erfolgsbeispiel. Ich könnte zig aufführen. Und ich werde nachher noch ein Beispiel erwähnen, das ein bisschen anders ist als Cochabamba, aber ebenfalls sehr wichtig ist, damit wir das verstehen, die Privatisierung. Die Privatisierung, die ging so weit, stellen Sie sich mal das vor, dass das traditionell gesammelte Wasser auf den Dächern der Häuser, das ist eine lange Tradition in trockeneren Gegenden, nicht nur in Bolivien, sondern auch in Australien, sammeln die Leute Wasser auf den Dächern und brauchen dann das zum Bewässern oder zum Abwaschen oder für irgendwelche Zwecke, nicht unbedingt zum Trinken, dass dieses Wasser bezahlt werden musste unter der Privatisierung. Also das war wirklich der Höhepunkt, dass der die Leute auf die Straße trieb. Und massenhaft. Und es herrschte ein wirklicher Kriegszustand. Das muss man sich mal vorstellen. Und um sich das vorstellen, gibt es einige Filme darüber. Und einer, der ist wahrscheinlich der bekannteste, von einem Spanier gedreht, También la lluvia, mit anderen Worten, sogar der Regen. Das wurde damit gemeint, sogar der Regen musste bezahlt werden in dieser Wasserprivatisierung von Cochabamba. Und das ist also so weit gegangen, dass der Krieg hätte nicht aufgehört. Die Bolivier sind sehr bekannt dafür, dass sie ein Haus Aushaltevermögen haben. Und Banzer hat dann gesagt, okay, wir treten zurück und hat die Privatisierung aufgelöst. Und seither, ich war seither ein paar Mal in Cochabamba, läuft alles bestens. Die Leute haben Trinkwasser zu normalen Preisen und es funktioniert sehr, sehr gut. Das ist das Beispiel Cochabamba. Ein anderes, das mir gerade eben in den Sinn kam,
Das Horrende dabei ist, dass wirklich diese Wirtschaft, dieser Wirtschaftsfaschismus kennt keine Grenze. Der geht so weit, wie er eben kann. Und die dachten, ach ja, wir privatisieren auch das Regenwasser. Letztlich ist das Regenwasser auch Wasser, das wir sonst verkaufen könnten. Also muss es bezahlt werden. Ja, so weit geht unser Wirtschaftsfaschismus. Ein anderes Beispiel ist Südafrika. Unter dem Regime, als Mandela zum Gefängnis rauskam und dann Präsident wurde, kamen diese internationalen Organisationen wie IMF, also Weltwährungsfonds und Weltbank, wie Voturen, also wie Aasgeier, muss man sagen. Wie sie damals auf Russland losgingen, gingen sie auf Südamerika, auf Südafrika zu und wollten in Südafrika, und haben es dann auch fertig gebracht, alles privatisieren, alles, inklusive Wasser- und Sanitärwesen. Man muss wissen, Südafrika hat damals unter den vorherigen Apartheid-Regime so funktioniert, dass die Schwarzen, die ärmeren Bevölkerung, die hat in Townships außerhalb der großen Städte gewohnt. Die hatten Wasserversorgung zu relativ günstigen Bedingungen, wahrscheinlich gratis, die schlecht und recht, nicht sehr gut, aber schlecht und recht. Mit der Privatisierung wurde das Wasser so teuer, die Leute konnten es nicht mehr bezahlen und die gingen wieder zu ihren traditionellen Quellen zurück. Das waren also Flüsse, Seen, Tümpel, kontaminiertes Wasser. Und da hat selbst die Weltbank, die hinter der Privatisierung steht, ein anderer Arm der Weltbank, der offenbar nicht mit diesem Arm geredet hat, hat Statistiken aufgestellt, wie die Kindersterblichkeit plötzlich anstieg. Nicht wahr? Weil die Krankheiten durch das verseuchte Wasser und die fehlende Sanitärwirtschaft, die Kindersterblichkeit ist in die Höhe gegangen. Und die haben also das festgestellt, dass das parallel läuft mit der Privatisierung. Das war die eine Seite der Weltbank. Dieser Bericht wurde dann aber schnell unterdrückt, als man gemerkt hat, dass das ja eigentlich gegen die Politik der Weltbank läuft. Aber immerhin, es kam raus, es war ganz klar. Und das läuft heute noch weiter. Das läuft heute noch so weiter, so viel ich weiß. Ich habe das dann nicht mehr verfolgt. Aber das ist ein ganz klarer Beispiel. Das war in Argentinien so, das war in Philippinen so. Das ist überall, wo Wasser privatisiert sind, sind die Armen eigentlich, kommen nicht dran. Die kriegen weniger Wasser. Und mich hat jemand in der Pause gefragt, ja, was gibt's denn, was haben Sie schon gemacht, um das zu verhüten? Ich muss leider sagen, nicht sehr viel. Denn diese Giganten, die wie die Weltbank, die sind so stark, dass so jemand wie ich, okay, ich muss mich verwundern, dass sie mich so lange behalten haben, aber viel machen konnte man nicht. Das Einzige oder eines der wenigen Dinge, die ich beeinflussen konnte, war in Ecuador. In Ecuador habe ich gearbeitet. Da wurde in einem ländlichen Projekt, wurde gleichzeitig über die Weltbank und unter der Interamerikanischen Entwicklungsbank wurde versucht, die Wasserversorgung von Quito zu privatisieren. Und da gab es einen Bürgermeister, sehr guten, sehr starken Bürgermeister, der hat gesagt, nein, über meine Leiche, da wird nichts privatisiert. Und der hat mich gekannt, weil wir schon seit einiger Zeit, in Ecuador gearbeitet habe, kannte auch ein bisschen meine Einstellung und hat mich gefragt, was gibt es, wir haben wirklich Probleme mit der Wasserversorgung, das streite ich nicht ab. Die Randbevölkerung hat keine, die Armen haben sehr schwierigen Zutritt zur Wasserversorgung. Was gibt es da als Alternative? Und da habe ich mich mit ein paar anderen Freunden zusammengesetzt und wir sind dann zum Schluss gekommen und die haben dann vorgeschlagen, ein sogenanntes Twinning-Abkommen zu machen. Twinning, das heißt mit einer Bruderwassergesellschaft vielleicht in einem anderen Land, die sehr gut funktioniert. Einen technischen Austausch, Schulungen gegenüber, einen Vertrag, der über 3 Jahre dauert, die Munizipalitätswasserversorgung so aus dem Staatsbetrieb rauszunehmen und praktisch als kommerzieller Betrieb laufen zu lassen, mit anderen Worten als kommerzieller Betrieb
würden die Gehälter der Angestellten besser werden, als sie bis jetzt sind. Das heißt also, man hat Zutritt zu qualifizierteren Leuten. Und mit diesem Abkommen, die haben dann eine Stadt, ich weiß jetzt nicht mehr, welche es war, eine Stadt in Brasilien wurde ausgewählt dafür und ein Abkommen gemacht. Und das hat dann, glaube ich, zuerst mal 3 Jahre gedauert und dann nochmal 2 Jahre. Und dann hat das geklappt. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem Freund von der GIZ geredet, der lange Zeit in Ecuador gearbeitet hat, und ihn gefragt, wie funktioniert das noch? Und er hat gesagt, bestens. Jetzt haben fast alle Leute, auch in Randgebieten, die Armen, die haben irgendwie Zugang zu Trinkwasser und zu akzeptablen Sanitäranlagen. Es kann also gut geschehen ohne Privatisierung. Ja, also sagen wir mal ganz kurz, die Federal Reserve Bank ist nicht eigentlich eine Zentralbank, wie wir sie kennen in der Schweiz und überall in Europa, die dem Staat gehört. Die ist total in privaten Händen, wird von der Rothschild-Familie kontrolliert. Nicht wahr? Also ist alles privat. Wie kam die zustande? Die Federal Reserve Bank, da gab es 1910 eine Gruppe von Wall Street Bankers, von etwa 5 oder 6 Wall Street Bankers, unter anderem Morgan war dabei, die gingen auf Jekyll Island in Georgia während einer Woche und haben sich ausgedüffelt, wie könnten wir die Welt mit Geld langfristig kontrollieren. Und da sind sie zurückgekommen und haben damals Präsident Woodrow Wilson vorgelegt, was sie sich vorstellen. Und zwar haben sie ihm nicht richtig gesagt, was das heißt, sondern haben ihm den sogenannten Federal Reserve Act vorgelegt, woraus dann letztlich die Federal Reserve Bank wurde. Und dieser Akt, der hat dann gezeigt, was eigentlich dahinter steckt. Und das sind die Worte, 1924 auf seinem Sterbebett sagt Präsident Woodrow Wilson, der hat das eingesehen, hat gesagt, ich bin ein zutiefst unglücklicher Mann. Ich habe unbeabsichtigt mein Land ruiniert. Eine mächtige industrielle Nation wird von einem Kreditsystem beherrscht. Unser Kreditsystem ist konzentriert. Das Wachstum der Nation und folglich alle unsere Handlungen liegen in den Händen von einigen wenigen Männern. Wir sind mittlerweile eine der am schlechtesten regierten, eine der am totalsten kontrollierten und dominierten Regierungen in der zivilisierten Welt. Nicht mehr eine Regierung der freien Meinung, nicht mehr eine Regierung der Überzeugung und der Stimmen der Mehrheit, sondern eine Regierung durch die Meinung und Nötigung einer kleinen Gruppe dominanter Männer. Und das ist heute noch so, das ist heute viel mehr noch so, das ist heute überall so, das ist heute in Europa so, das ist heute praktisch in der ganzen sogenannten westlichen Welt so. Und die zweite dieser Institutionen ist die sehr geheime BITS, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die auch heute die Zentralbank aller Zentralbanken genannt wird. Sie hat Sitz in Basel. Ich muss dazu sagen, da gibt es auch ein Slide dazu. Das war der erste Präsident der BITS. Und das, was da geschrieben steht, das heißt, es wütet der Zweite Weltkrieg, das wurde vor ein paar Jahren veröffentlicht, und zwar im Zusammenhang mit einem Buch, das geschrieben wurde von einem Schweizer. Der hat die Bank für internationale Zusammenarbeit analysiert und festgestellt, dass diese Bank damals, die wurde kreiert für die Reparationszahlungen von Deutschland gegenüber seinen Gläubigern nach dem Ersten Weltkrieg zu kontrollieren. Danach wurde sie praktisch die Kontrolle für die Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs. Und was ich damit sagen will, über die BITS hat die Federal Reserve Hitlers Krieg gegen Russland und wahrscheinlich noch mehr, aber belegt ist, Hitlers Krieg gegen Russland finanziert. Mit anderen Worten, sie haben Hitler finanziert, währenddem sie gleichzeitig behaupteten, sie müssten das Deutsche Reich bezwingen. Und sind dann, nachdem Russland praktisch das Deutsche Reich bezwungen hat, sind sie dann gekommen und gesagt, wir sind die Sieger.
Nicht wahr? So sieht die richtige Geschichte aus. Die USA tanzen immer auf verschiedenen Hochzeiten, um ja nie zu verlieren. Auf der einen Seite bekämpfen sie den Faschismus, sagen sie, auf der anderen Seite finanzieren sie ihn. Ja? Und so geschieht es auch heute. Da gibt es unzählige Beispiele dafür. Und dann glaube ich, das ist auch noch sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, weil das hat sich bis heute bewährt. Es gab schon vor 320 Jahren ungefähr, gab es bereits eine Zentralbank. England hatte eine Zentralbank 1694. Und zwar wurde diese Zentralbank von der Rothschild-Familie kontrolliert, damals schon, wie heute die Bank of England und die Federal Reserve. Und die Rothschild-Familie hat natürlich auch Kontrolle über die BITS und über andere Zentralbanken. Also, da müssen wir uns gar keine Illusionen machen, wer unser Währungssystem kontrolliert. Sehen wir mal, was der Baron damals gesagt hat. Es ist mir egal, welche Marionette auf Englands Thron gesetzt wird, um das Imperium zu regieren, auf dem die Sonne niemals untergeht. Der Mann, der Britanniens Geldversorgung kontrolliert, kontrolliert das britische Imperium. Und ich kontrolliere die britische Geldversorgung. Das hat er damals schon gesagt und diese Worte sind immer noch, 320 Jahre später sind die immer noch gültig. Dann, was auch noch zum Währungssystem, zu unserem heutigen Geldsystem gehört, sind die Bretton Woods-Organisationen, das ist die Weltbank, die war kreiert worden offiziell, um den Marshallplan administrieren auf der amerikanischen Seite. Gleichzeitig wurde auf der deutschen Seite die Kreditanstalt für Wiederaufbau kreiert. Und damals der Marshallplan, das waren ungefähr 12 Milliarden Dollar. Das wären in heutigen Werten etwa 10-mal mehr, etwa 120, 130 Milliarden Dollar. Dieser Marshallplan übrigens, das Geld des Marshallplans zirkuliert immer noch, nicht alles, aber zum Teil in einer Spezialabteilung von der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, wird eingesetzt in Osteuropa und früher auch in armen Ländern von Europa, also zum Beispiel in armen Gegenden, in vielen Griechenland und in Süditalien. Der Internationale Währungsfonds wurde geschaffen, um die sogenannten konvertierbaren Währungen zu kontrollieren. Und zwar diese Richtlinien, die dem Goldstandard entsprachen. Nun, in der Zwischenzeit hat sich aus dem IMF praktisch eine Wirtschaftspolizei kreiert. Und zwar eine Wirtschaftspolizei, die eben die Länder verschuldet, genauso wie die Weltbank oder noch mehr. Mit Krediten, mit sogenannten Strukturanpassungskrediten, ich nenne die Blanko-Checks. Da werden also massenhaft Gelder verteilt, Checks verteilt an Länder, immer unter einer Bedingung, dass sie massenhaft Austeritätsprogramme einführen, im Fall Griechenland, dass sie eben privatisieren und dass sie eine Menge Leute entlassen aus dem Zivildienst. Und das passiert durchwegs, immer unter dem Vorwand von Modernisierung. Und das führt zu Armut, Elend und Tod, wie wir schon vorher erwähnt haben. Dann kommt die Europäische Zentralbank, die wurde 1998 gegründet, praktisch um den Euro zu manipulieren. Die Europäische Zentralbank ist im Prinzip keine Zentralbank. Es ist ein Polizist, der überwacht, wie die verschiedenen Länder das Geld kontrollieren. Das heißt also, ob sie sich an Richtlinien halten, die einen müssen das mehr, die anderen weniger. Nicht wahr? Die Gerechtigkeit ist da schon ganz, ganz verschieden. Also zum Beispiel, eine Zentralbank hilft im Prinzip den Ländern oder in der Schweiz den Gegenden, die vielleicht nicht so ökonomisch nicht so gut dran sind, in einem Ausgleichsverfahren. Das tut die Europäische Zentralbank nicht, sondern die Europäische Zentralbank, die gibt Geld, das heißt, lässt Großbanken in Europa, Privatbanken, Deutschland, französische und so weiter,
Geld kreieren, um das Ländern wie Griechenland dann auszuleihen. Das Geld kriegen sie auf ein Konto bei der Europäischen Zentralbank, heutzutage zu entweder Null- oder Minuszins, weil die Zinsen sind unter Null und heute. Aber diese Zentralbanken, also diese Banken, Privatbanken, geben das Geld weiter an Griechenland und sagen, das ist ein Risikoland, also verlangen wir 6-7% Zins dafür, nicht wahr? Um überhaupt nichts zu tun. Und so sind also die ganzen Pakete, die in der Zwischenzeit an Griechenland gingen, da kam kaum ein Euro wurde an Griechenland ausbezahlt, sondern alles ging nur an die Zinsabzahlung, also das heißt, um die Schulden abzubezahlen. Und da muss man noch dazu sagen, Draghi, der gegenwärtige Präsident der Europäischen Zentralbank, ist ein früherer Goldman Sachs-Mann. Ein Executive von Goldman Sachs, die Hauptbank der Wall Street. Mit anderen Worten, man kann ganz einfach sagen, die europäische Finanz- und Ökonomiepolitik wird von Goldman Sachs geführt. Das ist ganz klar heutzutage. Das Projekt Europa. Wie ich schon vorher angedeutet habe, ist Europa nicht ein Produkt von Europa selber, sondern ein Produkt, das wahrscheinlich schon während des Zweiten Weltkriegs in den Think Tanks sogenannten in den USA entstanden ist und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg sofort gefördert wurde. Und jemand, der das gefördert hat, war Churchill. Und der hat schon in seinem famosen Ansprache in Zürich, an der Uni Zürich 1946, hat er gesagt, wir müssen eine europäische Familie wieder kreieren. Das heißt also, wir müssen die Strukturen wiederherstellen, wo Frieden herrschen kann. Und zwar eine Struktur von einem United States of Europe, also eine Vereinigte Staaten von Europa. So kann man die materielle Macht von Europa wieder aufbauen und die kleineren Nationen können sich an größere binden. Ja, und die größeren Nationen werden eine Leadrolle haben, ebenso wie das Deutschland heute ganz klar hat. Und so wurde dann nachher auch ich will da nicht ganz durchgehen, es dauert sonst zu lange, aber die ganze Idee ist, dass in jedem dieser verschiedenen Treaties, was man viele Leute sagen, der Treaty of Rome war das erste Abkommen zur Europäischen Union. Im Prinzip war es schon 1949 the Council of Europe. Das wurde vollständig eine Erfindung der USA. Und in jedem weiteren Treaty bis Maastricht und Lissabon, da waren immer Amerikaner eingemischt, entweder direkt oder über England, die Diskussionen steuerten und sicher machten, dass es aus Europa niemals eine politische Föderation gibt. Das war auch nicht, deshalb hat Europa keine Konstitution. Die einzige Konstitution, die vorgelegt wurde von Giscard d'Estaing, die wurde so geschrieben absichtlich, dass sie nicht akzeptierbar war, nicht von den Franzosen, nicht von den Dänen, nicht von den Holländern, und die anderen Länder haben es dann zurückgezogen. England wäre next gewesen, die haben die zurückgezogen, und so gibt es keine Konstitution. Denn die Konstitution wäre etwas gewesen, wo das Volk hätte zustimmen müssen, und das war unmöglich. Diese Konstitution hat offen alle souveränen Rechte der Länder abgetreten an Brüssel, was wir heute ja schon gehört haben, dass die Schweiz wahrscheinlich machen wird. Und was Maastricht, das sind die zwei wichtigeren, Maastricht und Lissabon, das sind eigentlich keine legitimen Verträge, das sind einfach Verträge, die dann unterschrieben wurden von Regierungschef, aber die wurden keinesfalls von Regierungen, das heißt von Parlamenten, ratifiziert. Das ist also nichts Demokratisches dahinter. Ich kann da auch noch sagen, mit anderen Worten, eine Union, die keine politischen gemeinsamen Ziele hat, und die keine Solidarität dahinter, wo keine Solidarität dahinter steckt, kann niemals eine gemeinsame Währung haben. Niemals. Das ist etwas, das nicht zusammenhält. Deshalb wird der Euro
absolut, wenn nicht morgen, dann vielleicht übermorgen, zusammenbrechen. Und da gibt es mittlerweile schon, seit Brexit gibt es unheimlich viele Stimmen, die in diese Richtung gehen. Und dass es in Europa keine Solidarität gibt, hat man spätestens im Falle von Griechenland gesehen. Ich möchte nun, also ja, die Dollarmaschine, ganz kurz. Nachdem Nixon den Dollar, den Goldstandard verlassen hat, war praktisch die ganze Welt nicht mehr ans Gold gebunden, sondern an den Dollar. Und, und der Dollar wurde de facto von einem Tag zum anderen wurde er Weltwährung, das heißt also Weltreservewährung. Das heißt, wenn jemand vorher Gold angesammelt hat, das kann man natürlich immer noch, konnte man auch Dollar ansammeln und seine Reserve, weil jede Zentralbank hat Reserven, in Dollar aufbauen. Das hat bewirkt, dass die USA praktisch indiskriminiert Dollar drucken konnten, weil die wurden gebraucht auf der ganzen Welt. Also da musste kein Hintergramm mehr da sein, da musste nicht mehr die Ökonomie da sein, die das abstützte, sondern da wurden Dollar gedruckt, wie es geht nicht mehr. Gleichzeitig, ungefähr um die Anfang 70er Jahre, hat damals Vater Bush, ein Freund der Saudis, des Hauses Saud, mit dem damaligen König von Saudi-Arabien diskutiert und verhandelt, hat ihm gesagt, hör mal zu, du wirst Vorsitzender der OPEC bleiben, solange du die ganzen Hydrocarburen, also Öl und Gas, sicherstellst, dass das alles in Dollar verkauft wird. Ja? Das heißt, es wird mehr Dollar brauchen, noch mehr Dollar können beschafft werden, um diese wirklich Trillionen Umsätzen von Energie zu verwalten, braucht es unheimlich viel Dollar. Und das hat dann geklappt. Wir werden sie dann behüten, wir werden sie beschützen, wir werden sie militärisch beschützen. Und die USA hat zig Militärbasen aufgebaut in Saudi-Arabien, womit jetzt zum Teil die Kriege geführt werden im Mittleren Osten. Mit anderen Worten, von diesem Augenblick an, von der Deregulierung der Währungen der Banken, konnten die Banken frei Geld kreieren. Und heute sind in den USA fast 100% des Geldes im Umlauf ist von Banken kreiert, nicht von Zentralbanken. In Europa ist es ein bisschen weniger, aber so ähnlich. Lassen Sie mich ganz kurz was Greenspan mal gesagt hat, we will never pay our debt. Wir werden nie unsere Schuld zurückbezahlen. Warum nicht? Das hat er einem Journalisten erzählt. Warum nicht? Weil wir können immer wieder neues Geld drucken. Wir brauchen gar keine Schuld zurückzubezahlen. Die Verarmung Griechenlands. Griechenlands Schuld im 2008 war ungefähr 107% vom Bruttosozialprodukt. Das heißt, Griechenlands Bruttosozialprodukt, was sie ökonomisch produzieren, ist nicht mal 2% von ganz Europa. Also unbedeutend eigentlich. Trotzdem hat man Griechenland versucht, als schwarzes Schaf in Europa darzustellen und musste verschuldet werden. Und das ist dann auch geschehen. Griechenland natürlich auch eines der Haupt-NATO-Länder in Europa, nebst der Türkei, darf nicht von einer sozialistischen Regierung geführt werden. Trotz dem Willen des Volkes, also im Juli letzten Jahres, haben mehr als 61% gegen diese Sparmaßnahmen gestimmt. Trotzdem hat Tsipras die durchgedrückt. Und hat Griechenland verschuldet. Und zwar verschuldet so, dass wir gar nicht, heute ist die Schuld etwa 300%, fast 300% vom Bruttosozialprodukt, also praktisch unerschwinglich für Generationen, können die nicht zurückbezahlt werden. Aber das ist noch lange nicht alles. Das Schlimmste, was gerade neulich passierte, vor 2 Wochen, wurde in Griechenland, das heißt, es wurde in Brüssel geschrieben, 7.500 Seiten, ein 7.500 Seiten großes Gesetz wurde geschrieben, auf Englisch. Das wurde durchs Parlament geschleust, die Leute konnten es nicht lesen, die Parlamentarier, weil sie nicht Englisch lesen, es wurde nicht übersetzt, nicht, es wurde durchs Parlament geschleust und wurde akzeptiert. Mit anderen Worten, das gesamte öffentliche Kapital Griechenlands wird transferiert zu einem sogenannten
European Stability Mechanismus. Das ist wieder so ein Zauberwort, wo niemand weiß, was dahinter steht. Es ist irgendwie eine Institution, ein Fonds, der von der Europäischen Union kreiert wurde, wo also alle die Güter, die öffentlichen Güter, da rein transferiert würden und dann sukzessiv privatisiert werden können. Da sind sogar Flughäfen, öffentliche Strände und so weiter drin, also alles Mögliche. Und dieser ESM, also dieser Stability-Mechanismus, der ist natürlich eine Organisation, die untersteht keinem Parlament, die ist niemandem Rechenschaft schuldig. Das ist eine Kreation, eine pure Kreation von Juncker vielleicht, ja, von der Europäischen Kommission. Und noch mehr, mit diesen 7500 Seiten Gesetzgebung, die niemand lesen konnte im Parlament, hat sich das Parlament selber annulliert. Darin steht nämlich, dass das Parlament kein eigenes Budget mehr schreiben kann, dass sie keine eigenen Steuergesetze mehr erlassen kann, dass alles in Brüssel, das heißt der Troika, überlassen wird, dem Währungsfonds, der Europäischen Kommission, der Europäischen Zentralbank. Und der letzte ähnliche Fall, an den man sich erinnern kann, war 1933, als der Reichstag, damals das Parlament von Deutschland, hat seine ganzen Rechte und das Recht, Gesetzgebung zu machen, an Hitler abgetreten, an den Kanzler Hitler. Das heißt, sie hatten also keine Rechte mehr. Das hat genau Griechenland vor 2 Wochen gemacht, indem sie alle seine souveränen Rechte an Brüssel abgetreten haben. Und das ist, was wahrer Faschismus ist, der sich vor unseren Augen abspielt. Aber keiner sieht es. Es wird nicht publiziert. Ja, was auch noch wichtig wäre zu wissen, wenn Sie mir erlauben, gibt es noch eine dunkelrote? Geben Sie mir noch 10 Minuten. Der Krieg in Syrien, der wurde geplant schon ab dem Jahr 2000. Und zwar folgendes: Da gibt es 2 Pipeline-Möglichkeiten. Die eine, die ist diejenige von Iran, Irak, Syrien nach Europa. Und die wird auch von Russland unterstützt, die wurde von Assad unterstützt, die passt den Amerikanern nicht. Ja. Was die Amerikaner wollen, ist diese Pipeline, die von Katar, beide sind Gaspipelines, die von Katar über Syrien, über die Türkei nach Europa gehen. Und zwar wollen die Amerikaner damit den russischen Markt verdrängen, weil Russland ist praktisch dominiert mit dem Gasmarkt Europa. Dominiert, das ist der größte Lieferant. Und damals gab es also damals schon eine Differenz zwischen den Amerikanern, und die wurde später bestätigt. Im 2007 hat Assad nochmal gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Natürlich hat er die Unterstützung von Russland dafür. Und er weiß genau, um was es geht mit dieser Pipeline. Und deshalb musste er dann ersetzt werden. Und deshalb werden die Amerikaner mit allen Mitteln versuchen, Assad zu stürzen. Und da können x Vereinbarungen gemacht werden. Aus amerikanischer Sicht muss Assad gestürzt werden. Es gibt nur eine Hoffnung, dass das nicht geschieht, das ist eben über Russland. Und 2007 hat die CIA begonnen, Terroristen zu rekrutieren, um diese Zellen zu kreieren, die dann 2011 den sogenannten Bürgerkrieg in Syrien begonnen haben. Und der galt dann oder gilt heute noch als einer der arabischen Frühlinge, wie das mit Tunesien begann und wie das nachher mit Ägypten weiterfuhr und so weiter. Das ist aber nicht so. Der Grund dahinter ist diese Pipeline. Und warum diese Pipeline so wichtig ist, nebst dem Gewinn natürlich, diese Pipeline verursacht wiederum
Milliarden, also Billionen oder Trillionen sogar von Dollars, die kreiert werden können, weil dieses Gas mit Dollars verkauft werden muss. Denn das andere Gas wird in einer anderen Währung verkauft, wahrscheinlich in Länderregierungen oder einer neuen Währung, die im Schaffen ist von der Shanghai Cooperation Organisation. Also nicht mehr Dollar. Die wäre losgelöst vom Dollar. Deshalb ist es so wichtig für die Amerikaner, dass diese Pipeline durchgeführt wird. Und deshalb der Krieg, da hilft nichts. Da hilft nur eine wirkliche Überwältigung der Amerikaner, dass dieser Krieg gestoppt werden kann. Wie kommen Kriege zustande? Ich habe schon vorher genannt den PNAC, aber da gibt es jetzt noch, da gibt es einen kleinen Videoclip, der bestätigt von einem sehr bekannten General, und zwar Wesley Clark, der war der Ex-NATO-Kommandant in Europa von 1977 bis 2000, hat über den Bosnienkrieg regiert und so weiter. Der ist hervorgekommen und hat die Wahrheit gesagt, wie diese Kriege zustande kommen. Können wir vielleicht den Clip abspielen? Was bei 9-11 passiert ist, ist, wir hatten keine Strategie. Wir hatten keine Zwei-Parteien-Übereinkommen. Wir hatten kein amerikanisches Verständnis darüber. Stattdessen fand ein politischer Coup in unserem Land statt. Ein politischer Coup. Einige rücksichtslose Leute übernahmen die Richtung der amerikanischen Politik und es kümmerte sie nie, auch den Rest von uns darüber zu informieren. 10 Tage nach 9-11 war ich im Pentagon. Ich konnte der Mutter Armee nicht fernbleiben. Ich wollte Donald Rumsfeld sehen. Ich hatte für ihn als Kollege des Weißen Hauses in den 70ern gearbeitet. Das finden Sie alles im Buch. Und ich fragte ihn, mache ich das gut auf CNN? Er meinte, ja, alles gut. Dann sagte er, ich habe dein Buch gelesen. Es ist ein Buch, das von der Kosovo-Kampagne redet. Und er sagte, ich möchte dir eins sagen. Niemand wird uns sagen, wo und wann wir bombardieren. Niemand. Er sagte, nun, ich habe gedacht, das eine variable Koalition zu nennen. Was denkst du darüber? Ich sagte, nun, Sir, danke, dass Sie mein Buch gelesen haben. Nun, er entgegnete, danke, mehr Zeit habe ich nicht, wirklich. Ich ging runter, war dabei, das Pentagon zu verlassen, als mich ein Offizier des Generalstabs in sein Büro rief und mir sagte, ich möchte, dass Sie das wissen, Sir, wir werden den Irak angreifen. Ich fragte, warum? Er sagte, wir wissen es nicht. Ich fragte, nun, haben Sie Saddam mit 9-11 in Verbindung gebracht? Er sagte, nein. Ich glaube, Sie wissen nicht, was Sie mit dem Terrorismus machen sollen. Und so denken Sie, dass Sie Staaten angreifen können. Sie wollen stark wirken. Und wahrscheinlich denken Sie, dass wenn Sie einen Staat zu Fall bringen, dass das die Terroristen einschüchtert. Es ist wie das alte Sprichwort. Wenn das einzige Werkzeug, das man hat, ein Hammer ist, dann ist jedes Problem ein Nagel. Nun, ich ging dort ziemlich beunruhigt weg und dann griffen wir Afghanistan an. Ich war darüber sehr glücklich und dachte, das ist gut so. 6 Wochen später kam ich wieder ins Pentagon. Ich sah denselben Offizier und fragte, warum haben wir den Irak nicht angegriffen? Werden wir den Irak noch angreifen? Und er antwortete mir, oh Sir, es ist noch schlimmer. Er zog ein Papier aus dem Stapel seines Schreibtisches hervor und sagte, ich habe gerade diese Notiz vom Sekretariat des Verteidigungsministeriums bekommen. Es heißt dort, wir werden die Regierungen von 7 Ländern innerhalb von 5 Jahren angreifen und zerstören. Wir werden beim Irak beginnen und dann mit Syrien, dem Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran fortfahren. Ich sagte, 7 Länder in 5 Jahren? Ich fragte, ob das ein vertrauliches Dokument wäre. Er sagte, ja, Sir. Ich sagte, okay, zeigen Sie es mir nicht. Er wollte es mir gerade zeigen. Ich möchte darüber reden. Ungefähr 6 bis 8 Monate saß ich auf dieser Information. Ich war so fassungslos darüber, dass ich nicht wagte, darüber zu reden. Und ich konnte kaum glauben, dass das wirklich wahr sein könnte. Doch genau das ereignete sich. Da realisierte ich, ich erinnere mich an ein Treffen mit Paul Wolfowitz im Jahr 1991. 2001 war er stellvertretender Verteidigungsminister. Doch 1991 war er der oberste Berater des Verteidigungsministers für Politik. Das ist die dritthöchste Position im Pentagon. Und ich traf mich mit ihm, als ich ein Ein-Sterne-General war, als ich das nationale Trainingszentrum befehligte. Ich hatte ihn mal getroffen, wo er mir gesagt hatte, wenn du jemals in Washington bist, dann komm zu mir. Und das sagen sie immer.
Als ich dort war in Washington, es war ein Freitagnachmittag, ich hatte Colin Powell besucht. Er hatte mir 5 Minuten seiner kostbaren Zeit zur Verfügung gestellt und entließ mich dann. Ich ging gelangweilt durch das Pentagon und fragte mich, wen ich mal besuchen könnte. Ja, Paul Wolfowitz. Also rief ich ihn an. Er war da. Scooter Libby kam an die Tür. Scooter traf ich zum ersten Mal. Er brachte mich zu Paul hinein und das war 1991. Ich sagte, Mr. Secretary, Sie müssen sehr zufrieden sein über die Truppen im Desert Storm. Und er sagte, ja, schon, aber nicht wirklich. Denn die Wahrheit ist, wir hätten uns Saddam Hussein entledigen sollen und das haben wir nicht gemacht. Und das war direkt nach dem Schiitenaufstand im März 91, den wir hervorgerufen hatten. Und dann hielten wir unsere Truppen an den Seitenlinien und griffen nicht ein. Aber eine Sache, die wir gelernt haben, sagte er, wir haben gelernt, dass wir unser Militär in einer Region im Mittleren Osten einsetzen können und die Sowjets stoppen uns nicht. Und er fuhr fort, es bleiben uns nun 5 bis 10 Jahre Zeit, um diese alte Sowjetklientenregime aufzuräumen. Syrien, Iran, Irak, bevor die nächste große Supermacht kommt, um uns herauszufordern. Und das war so. Nun, ich komme aus der Mojave-Wüste. Ich habe Truppen trainiert. Ich hatte mir um Geostrategie für eine geraume Zeit keine Gedanken gemacht. Und plötzlich schubste jemand diesen Brocken zu. Würden Sie das vergessen? So eine ziemlich eindrucksvolle Sache. Der Sinn des Militärs ist, Kriege anzuzetteln und Regierungen zu ändern, nicht Konflikte abzuwenden. Wir werden in Länder einfallen. In meinem Kopf drehte sich alles und ich legte das zur Seite. Es war wie ein Nugget, den man festhält. Dieses Land ist von einer Gruppe Leute übernommen worden in einem politischen Coup. Wolfowitz und Cheney und Rumsfeld und man könnte ein 50 weitere Mitarbeiter des Projekts für das neue amerikanische Jahrhundert, PNAC, nennen. Sie wollten, dass wir den Mittleren Osten destabilisieren, ihn auf den Kopf stellen, ihn unter unsere Kontrolle bringen. Es führte auf diese Kommentare aus dem Jahre 1991 zurück. Hat Ihnen irgendjemand jemals so etwas gesagt? Gab es einen nationalen Dialog darüber? Sind Sanders und Carlsman aufgestanden und haben diesen Plan angeprangert? Gab es eine umfassende amerikanische Debatte dazu? Absolut nicht. Und es gibt immer noch keine. Und das ist der Grund, warum wir im Irak versagen. Denn Iran und Syrien wissen von diesem Plan. Alles, was sie tun müssen, ist den Weekly Standard lesen und Bill Kristol zuhören. Er hat es weltweit herumgeplappert. Genauso Richard Perle. Sie konnten es kaum erwarten, mit dem Irak abzuschließen, um in Syrien einzudringen. Es war wie eine große Enttäuschung. Ah, Legionen werden da reingehen. Das ist nicht, wofür die Amerikaner George Bush ins Amt wählten. Nun, ich habe ihn eigentlich nicht ins Amt gewählt. Es war nicht, wofür er den Wahlkampf führte. Er führte einen Wahlkampf um keine Friedenseinsätze, um keinen Nationenaufbau. Und hier sieht man ihn mit Afghanistan und dem Irak. Es ist erstaunlich. Also, die Wurzel des Problems ist nicht, wie viele Truppen im Irak sind. Bitte glauben Sie mir das. Seien Sie nicht verärgert, wenn Sie ein Demokrat sind, ein demokratischer Kongressabgeordneter, weil Sie die Truppen nicht reduzieren können und den Präsidenten frustrieren. Darum geht es nicht. Wenn Sie ein Republikaner sind, dann regen Sie sich nicht über die Demokraten auf, weil Sie mit den Truppen rummachen. Egal, ob Sie Demokrat oder Republikaner sind, wenn Sie ein Amerikaner sind, dann sollte es Ihnen um die Strategie der USA in dieser Region gehen. Was ist unser Ziel? Was ist unsere Absicht? Warum sind wir dort? Warum sterben Amerikaner in dieser Region? Darum geht es. Okay. Ich möchte vielleicht nur noch kurz die Schlussworte bringen, nicht wahr? Und zwar, wir müssen uns ein paar Fragen stellen, nicht wahr? Wollen wir weiterhin in einem immer mehr liberalisierten, jetzt schon ultra-neoliberalen Wirtschaftssystem leben, dessen Ziel es ist, alles, den gesamten Sozial- und Dienstleistungssektor zu privatisieren? Eine Frage, nicht wahr? Wollen wir unsere Denkdemokratie zurückgewinnen, dass Wahlen und Referenden nicht von Propaganda bestimmt werden? Mit anderen Worten, wer mehr Geld in die Propaganda steckt, der gewinnt. Wollen wir weiterhin einen Bundesrat und ein Parlament, die uns vorkauen, wie wir abstimmen sollen? Wollen wir weiterhin eine Gesetzgebung von einem Parlament, das ein eingebautes Lobby der Großindustrie und Großfinanz ist?
indem sie in Verwaltungsräten der Kooperationen und Banken und Versicherungsgesellschaften sitzen, wollen wir weiterhin der EU und vor allem Washington unterwürfig sein. Bleiben Sie wachsam. Verlangen Sie vom Parlament, der Schweizerischen Nationalbank, dass die Geldschöpfung von der SNB gemacht wird. Ich glaube, es gibt eine Vollgeldinitiative, die in diese Richtung geht. Dass zumindest in der Schweiz die Banken wieder reguliert werden. Hinterfragen Sie alles. Suchen Sie die Information nicht im Mainstream, sondern im Internet. Es gibt jede Menge von guten Quellen. Also zuerst mal natürlich auf Deutsch, hier Klagemauer ist eine der wichtigsten Plattformen in Europa. Dann gibt es auf Deutsch auch unter anderem KenFM. Dann gibt es die Gemeinschaften von Markus Rüegg, ebenfalls in der Schweiz. Und dann gibt es die einige, habe ich vorhin schon aufgeführt, Global Research und Information Clearinghouse, wo ich auch dafür arbeite. Übrigens, diese Artikel, auch wenn sie auf Englisch erscheinen, die können per Google direkt übersetzt werden unten, also auf jede Sprache praktisch. Verlangen Sie von der SRG, dass auch in der Schweiz TV-Kanäle wie Russia Today und Telesur gezeigt werden. Die werden nämlich verheimlicht, die gibt es nicht hier. Können Sie auf Internet suchen, aber am Fernsehen sind, finden Sie die nicht. Kaufen Sie lokale Waren und möglichst wenig Importe. Und das geht auf ein Prinzip, das ich nicht erwähnen konnte als Alternativökonomie, was ich nenne lokale Produktion für lokale Märkte mit lokalen Banken, lokalem Geld für lokale Wirtschaft. Das ist die Entglobalisierung. Auch in der Schweiz kann der Franken vom Dollar getrennt werden. Und für lokale und fördern Sie lokale Gemeinde- und Genossenschaftsbanken, das kann man in der Schweiz, so viel Liebfreiheit haben wir noch, die von Kunden verwaltet werden und die nicht assoziiert sind mit der Wall Street oder indirekt mit Wall Street über UBS und Credit Suisse. Und behalten Sie immer einen kühlen Kopf und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Sorry, es ist ein bisschen länger gegangen. Ja, ja. Ich hätte noch viel zu sagen, wie du weißt. Große Themen, viele Zeit. Ich wurde stark erinnert an ein Drehbuch, an dem ich arbeitete. Ich habe, ich weiß nicht, 100 Seiten A4 geschrieben. Es wurde immer mehr und ich merkte am Schluss, ich habe das Drehbuch, das liegt jetzt irgendwo seit einem Jahr in der Ecke. Es war einfach zu viel, ich wusste nicht, wo anfangen, wo aufhören, habe mich ein bisschen an das erinnert. Ja. Also, wenn ich da mal viel Zeit habe, mache ich das Ganze kurz, muss mir ein paar Leute zur Seite holen, die mir helfen. Es ist einfach zu viel geworden. Dann also, sagst du mir, wie du das machst. Ja, wenn ich es dann habe, ich habe es eben noch nicht im Griff, es war zu viel. Ja. Also zwei Drehbücher habe ich so, die sind seit Jahren auf dem Eis, weil ich kann es nicht zusammenfassen. Ja. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, aber apropos, dass es die Kinder verstehen. Ich glaube, jedes Kind hat verstanden, hier läuft einfach überall alles schief, oder? Ja, das können wir rausnehmen. Vielen Dank. Danke dir. Und es ist einfach Gebot der Stunde, die Dinge zu hinterfragen. Ja, wenn ich Privatisierung höre, dann sage ich mir, kann ich auch mal. Ja gut, wenn du ein paar Millionen hast, bist du dabei? Also wenn man das spürt, es sind immer dieselben Dinge. Ja. Aber ich bin wieder bei meiner Faustregel gelandet, einfach mal das Gegenteil vorsichtshalber annehmen, wenn man was Neues hört von den ganz Großen, dann ist man schon in der richtigen Richtung mal. Ja. Aber wir brauchen so viel mehr Aufklärung, so viel mehr Leute, die da darüber reden, bis wir es dann auch verstehen, bis das Volk es versteht, bis man mal wirklich die Leute von ihren Sesseln runterfegt, dass die einfach nicht mehr dort sitzen, ja. Da nützen keine Gesetze was, irgendwas muss da mal irgendwo geschehen, das Volk muss die abwählen, irgendwie sowas, ja.